Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Test, heute mit dem Man of Steel Energy Drink. Ihr kennt das Produkt, wie schmeckt es euch? Schreibt es unten in die Kommentare. Man of Steel Energy Drink ist eine limitierte Edition von dem Mixed Up Energy Drink, der bei Lidl erhältlich ist. Man of Steel Energy Drink habe ich schon ein bisschen länger bei mir herumliegen. Damals hatte Lidl so eine Aktionswoche mit Superman-Actionfiguren und allem möglichen Kram. Ob ihr den jetzt noch bei Lidl kaufen könnt, ich wage es zu bezweifeln. Schauen wir uns mal die Flasche an. Vorne haben wir das Superman-Logo, beziehungsweise Man of Steel. Da steht hier auch Man of Steel Energy Drink. Hier sind dann so die Inhaltsstoffe. Erhöhter Koffeingehalt, diesmal nur 30 Milligramm. Warnhinweise, ja, Superman, Warner Brothers, Pfandlogo und hier ist die Ernährungstabelle. Mehr eigentlich nicht. Hier oben steht nochmal Mix it up auf dem Deckel und das war's an sich schon. Ich bin gespannt, was mich hier erwartet. Ich habe keine Ahnung, ob es einfach nur der normale Mix-It-Up Energy Drink in einer anderen Flasche ist oder eine komplett andere Geschmacksrichtung. Auf der Flasche gibt es auch keine Hinweise, dass irgendwas drin sein könnte. Vom Geruch her ist es halt der klassische Mix-It-Up. Die Farbe ist, glaube ich, ein Ticken heller. Geschmacklich ist das Ganze eher schwach. Eine Limited Edition ist für mich was anderes. Nicht unbedingt nur die Verpackung, sondern auch der Inhalt. Und hier ist es eindeutig die Verpackung. Was bleibt noch zu sagen? Es schmeckt halt wie der klassische Mix-It-Up. Und diesen könnt ihr ja jederzeit für 49 Cent bei Lidl kaufen. Ich finde es echt schade, weil ich hätte schon mit mehr gerechnet. Deswegen werde ich diesen Man of Steel Energy Drink wie den normalen Mix It Up eine 4 geben. Das war's dann mal wieder von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wie immer, Daumen hoch, reinhauen.